Einige konkrete Beispiele werden uns zur korrekten mathematischen Definition vom Wahrscheinlichkeitsgesetz P führen. Beginnen wir mit dieser Idee. Die Ereignisse von einem Zufallsexperiment haben eine mehr oder weniger große Neigung stattzufinden. Zum Beispiel kann man denken, dass Kopf und Zahl dieselbe Neigung haben, stattzufinden, wenn man eine Münze wirft. Oder auch, dass die Neigung, aus dieser Urne eine rote Kugel zu ziehen, größer ist, als die Neigung, eine blaue herauszuziehen. Warum? Ganz einfach, weil mehr rote als blaue drin sind. Das Maß einer solchen Neigung wird Wahrscheinlichkeit genannt und mit dem Buchstaben P bezeichnet, P wie Probability oder P wie Probabilité auf Französisch. Wenn zwei Ereignisse dieselbe Wahrscheinlichkeit haben stattzufinden, dann nennt man sie gleich wahrscheinlich. Zum Beispiel beim Wurf eines Würfels sind die einzelnen Ausfälle 1, 2, 3, 4, 5 und 6 gleich wahrscheinlich, denn es gilt, die Wahrscheinlichkeit, eine 1 zu werfen, liegt bei 1/6 und die Wahrscheinlichkeit der anderen Ausfälle liegt ebenfalls bei 1/6. Und da die einzelnen Ausfälle, die man auch die Elementarereignisse nennt, alle gleich wahrscheinlich sind, kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl zu werfen, bei 3 günstigen Fällen auf insgesamt 6 mögliche Fälle liegt, das heißt bei 1/2, 50%. Die Wahrscheinlichkeit, eine 3 oder eine 5 zu werfen, liegt bei 2 günstigen Fällen auf insgesamt 6 mögliche Fälle. Wenn bei einem Zufallsexperiment alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind, so ist die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis gleich zum Bruch der Anzahl günstiger Fälle geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle. Wir schreiben also die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis A ist gleich zum Bruch der Anzahl Elemente von A, das heißt Mächtigkeit von A, geteilt durch die Anzahl Elemente von Omega. Und behalten, die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis ist gleich zum Bruch der Anzahl günstiger Fälle geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle. Wenn in einem Zufallsexperiment alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind, dann sagt man, dieses Experiment sei ein Experiment von Laplace, zu Ehren des französischen Mathematikers Pierre-Simon Laplace. Wir werden diese Idee in mehreren Beispielen anwenden. Erstes Beispiel dazu. Ein Paar wünscht sich 3 Kinder, einen Sohn und 2 Töchter. Mit welcher Wahrscheinlichkeit geht Ihr Wunsch in Erfüllung, wenn die beiden effektiv 3 Kinder haben werden? Man kann diese Situation schön darstellen durch ein Baumdiagramm. Start: Bei der ersten Geburt ist das Kind entweder ein Mädchen, Tochter, oder ein Junge, Sohn. Bei der zweiten Geburt ist das Kindchen wieder entweder ein Mädchen oder ein Junge. Auch hier ein Mädchen oder ein Junge. Und bei der dritten Geburt genau dasselbe. Wir haben also hier durch dieses Baumdiagramm diese 8 Möglichkeiten erhalten. Kleiner Tipp zu einem Baumdiagramm: Wenn man Tochter nach oben wählt, dann sollte man das auch schön beibehalten. Und wenn man Sohn nach unten wählt, sollte man auch das einhalten. So sind die einzelnen Möglichkeiten leichter abzulesen. Lesen wir zum Beispiel diese ab vom Start. Tochter, Sohn, Tochter. Nach oben Tochter, nach unten Sohn. Da all diese Möglichkeiten gleich wahrscheinlich sind, wir modellieren hier und sagen, die Wahrscheinlichkeit von Tochter ist genau dieselbe wie die Wahrscheinlichkeit von Sohn, das heißt 1/2 und 1/2.
Die richtigen Wahrscheinlichkeiten werden eigentlich durch Statistiken angegeben, sagen wir mal von den 10 Millionen letzten Geburten. Wir modellieren hier und sagen, die Wahrscheinlichkeit beträgt jeweils ein halbes und somit sind all diese 8 Ereignisse gleich wahrscheinlich. Jetzt schauen wir nach, in welchen Situationen das Pärchen denn auch 2 Töchter und einen Sohn haben wird. Das sind diese 3 Möglichkeiten. Zuerst eine Tochter, dann noch eine Tochter und dann der Sohn. Zuerst eine Tochter, dann der Sohn, dann die Tochter. Und zuerst der Sohn, dann die Tochter und dann noch eine Tochter. Das sind diese 3 günstigen Fälle auf insgesamt 8 mögliche Fälle. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Wunsch von dem Paar in Erfüllung geht, beträgt 3 günstige Fälle auf insgesamt 8 mögliche Fälle, also 3/8. Ein weiteres Beispiel, wir werfen 2 unterschiedliche Würfel. Dazu komme ich etwas näher. Dieser Würfelbecher enthält einen roten und einen weißen Würfel. Der rote ist auch noch etwas größer als der weiße, das heißt, man kann sie wirklich sehr gut unterscheiden. Jetzt würfle ich mal. So, hier zeigt der große rote die 2 und der kleine weiße zeigt die 3. Das ist also ein möglicher Ausfall. Würde jetzt der große rote diese 3 zeigen und der kleine weiße die 2 zeigen, das wäre eine andere Möglichkeit. Also haben wir insgesamt 36 Möglichkeiten. Der Ergebnisraum von diesem Zufallsexperiment ist also dieser da. Wir haben insgesamt diese 36 Möglichkeiten, die alle gleich wahrscheinlich sind. Das heißt, hier gilt, die Wahrscheinlichkeit von jedem einzelnen Ausfall beträgt jeweils 1/36. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Zufallsexperiment. Dieses Mal werfen wir 2 nicht unterscheidbare Würfel. Und dazu komme ich wieder etwas näher. Dieses Mal enthält der Becher 2 nicht unterscheidbare Würfel. Ich würfle jetzt und wir erhalten hier 4 und 5. So. Welcher Würfel die 4 und welcher Würfel von den beiden die 5 zeigt, das können wir so nicht unterscheiden. Wir sehen hier nur den Ausfall 4, 5. Hätte jetzt dieser Würfel hier die 5 gezeigt und dieser Würfel die 4 gezeigt, dann könnten wir den Unterschied nicht erkennen. Und trotzdem ist ein Unterschied da, denn wenn wir diesen Würfel zum Beispiel links werfen und diesen Würfel hier rechts werfen, dann sehen wir schon den Unterschied zwischen 5, 4 und 4, 5. Der Unterschied ist also da, wir erkennen ihn nur nicht. Was also bedeutet, der Ergebnisraum ist ein anderer als beim Wurf 2 unterschiedlichen Würfeln, aber hier sind die einzelnen Ausfälle nicht gleich wahrscheinlich. Bei diesem Zufallsexperiment sieht der Ergebnisraum also so aus. Wir haben hier 21 mögliche Ausfälle, aber Vorsicht, diese einzelnen Ausfälle sind nicht gleich wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit 1-1 zu werfen oder 2-2 bis 6-6 beträgt jeweils 1/36, wogegen die Wahrscheinlichkeit, ein Ergebnis zu haben, bei dem die Würfel verschiedene Ziffern anzeigen, die liegt jeweils bei 2/36, das heißt bei 1/18. Kommen wir noch zu einem weiteren Beispiel. In einer Klasse von 25 Schülern mögen 12 Schüler das Fach Mathematik und 15 das Fach Wirtschaftswissenschaften, wovon aber 5 Schüler beide Fächer mögen. In vorigen Beispielen haben wir gesehen, dass einige Wahrscheinlichkeitsaufgaben sich schön darstellen lassen durch eine Tabelle, wie bei den Würfeln, oder durch ein Baumdiagramm, wie bei den Kindern, oder durch ein Venn-Diagramm, wie zum Beispiel hier.
Bei dieser Aufgabe bietet sich wieder ein Venn-Diagramm an. Es sind 5 Schüler in der Klasse, die mögen sowohl das Fach Mathematik wie auch das Fach Wirtschaftswissenschaften. Also im Schnitt dieser beiden Mengen sind 5 Elemente. Diese 5 wird hier nicht mit einem Pünktchen versehen. Das ist nicht das Element 5, sondern das ist die Anzahl Elemente, die hier im Schnitt liegen. Da insgesamt 12 Schüler das Fach Mathematik mögen und schon 5 davon im Schnitt liegen, gibt es auch noch hier 7 Schüler, die mögen das Fach Mathematik, aber nicht das Fach Wirtschaftswissenschaften. Und genauso ist es auch, wir haben 10 Schüler, die mögen das Fach Wirtschaftswissenschaften, aber nicht das Fach Mathematik, weil es ja insgesamt 15 Schüler sind, die das Fach Wirtschaftswissenschaften mögen. Insgesamt sind aber 25 Schüler in der Klasse. Hier sind aber nur 22 vertreten, also gibt es in dieser Klasse auch noch 3 Schüler, die sind zwar in der Klasse, aber sie mögen weder Mathematik noch Wirtschaftswissenschaften. Die liegen dann eben außerhalb von M und außerhalb von der Menge W. Nehmen wir an, die Inspektion kommt zu Besuch zur Schule und die Inspektion kennt die Schüler nicht, sie wählt einen beliebigen Schüler aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Schüler das Fach Mathematik mag, beträgt Anzahl günstiger Fälle auf Anzahl möglicher Fälle, denn da die Inspektion die Schüler nicht kennt, haben alle Schüler dieselbe Wahrscheinlichkeit, gewählt zu werden. Somit gilt also, die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Schüler die Mathematik mag, die beträgt 12 günstige Fälle auf insgesamt 25 mögliche Fälle. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Schüler das Fach Wirtschaftswissenschaften mag, die beträgt 15 günstige Fälle auf insgesamt 25 mögliche Fälle. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Schüler die Mathematik und die Wirtschaftswissenschaften mag, die beträgt natürlich 5 günstige Fälle auf insgesamt 25 mögliche Fälle, also ein Fünftel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Schüler die Mathematik oder die Wirtschaftswissenschaften mag, die beträgt, Vorsicht, das ist kein ausschließendes Oder, das hier bedeutet entweder Mathematik oder Wirtschaftswissenschaften oder auch beide. Die beträgt dann natürlich 22 25. Zwei kurze Bemerkungen dazu. Wenn man doch die Vereinigung von M und W nimmt, also diese Vereinigung, dann nimmt man doch die Mathe-Liebhaber mit den Wirtschaftswissenschaften-Liebhaber zusammen. Dann sind das doch 27 und nicht 22. Der Fehler bei dieser Überlegung ist selbstverständlich, wenn wir diese 12 da nehmen, diese 12, und diese 15 noch dazu nehmen, diese 15, dann haben wir die 5 aus dem Schnitt doch zweimal genommen. Also müssten wir die dann einmal wieder abziehen. Was also intuitiv bedeutet, die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung von 2 Ereignissen, das ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der 2 einzelnen Ereignisse minus die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt. Wenn man diese Summe berechnet, hat man den Schnitt zweimal genommen, dann muss man ihn einmal wieder abziehen. Eine zweite Bemerkung, wann wäre die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung denn genau gleich zur Summe der Wahrscheinlichkeiten? Das wäre doch genau dann, wenn im Schnitt kein einziges Element wäre. Wenn das die Situation wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung von M und W genau gleich zur Wahrscheinlichkeit von M plus die Wahrscheinlichkeit von W. Halten wir das mal als Idee fest. Wenn der Schnitt von 2 Ereignissen leer ist, dann müsste die Wahrscheinlichkeit ihrer Vereinigung gleich zur Summe ihrer einzelnen Wahrscheinlichkeiten sein.
Genau diese Idee halten wir in der mathematischen Definition vom Gesetz Wahrscheinlichkeit fest. Wir kommen jetzt also zur mathematischen Definition der Wahrscheinlichkeit. Man nennt Wahrscheinlichkeit ein Gesetz P, das jedem Ereignis A eine positive Zahl P von A zuordnet und das die Bedingungen von Kolmogorow erfüllt. Erste Bedingung von Kolmogorow: die Wahrscheinlichkeit vom Ergebnisraum muss 1 sein. Wir sind ja sicher, dass wir ein Ergebnis von dieser Menge Omega erhalten werden. Die Wahrscheinlichkeit, ein Element von Omega als Ausfall zu erhalten, liegt ja dann bei 100%. Und 100%, das ist 100 auf 100, also 1. Die zweite Bedingung von Kolmogorow ist genau die, die wir eben intuitiv festgelegt hatten. Wenn der Schnitt von zwei Ereignissen A und B leer ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ihrer Vereinigung gleich zur Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Man nennt diese zwei Bedingungen Bedingungen von Kolmogorow zu Ehren des russischen Mathematikers Kolmogorow.